So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe. Es ist wieder kurz vor 21 Uhr und somit handeln die US-Börsen noch rege. Und gerade zu den US-Börsen kommen wir sofort. Hier hat der Nasdaq 100-Index das Ziel von gestern exakt erreicht. Hier war die Oberkante, ist hier tatsächlich dann von dem Paket, von der Zone erreicht worden. Jetzt dürfte es ruhig korrigieren, um dann noch das obere Gap zu schließen. S&P 500-Index war hier von beiden Kaufzonen zunächst hier abgeprallt, dann nochmal leicht hier, dann hier durchgedrungen und hier. Da das aber jetzt nicht erst zu dem Zeitpunkt, wo hier der Stopp platziert worden ist, dieser Stopp zum Setup geworden ist, also hier war Long die Ausrichtung, da beim DAX eben eine Long-Position ausgestoppt worden ist, musste sich jetzt hier beim S&P 500-Index das jetzt kompensieren. Und hier darf es jetzt ruhig auch zu größeren Gewinnmitnahmen kommen. Aber zu den beiden Indexen dann am Wochenende mehr. Gold konnte sich jetzt hier fangen, habe ich eine Analyse heute Morgen gemacht. Die Zone zwar zwischen 1220 und 10 deklariert, allerdings hier 10 wäre eben hier die Unterkante, beziehungsweise die Trend. Der Aufwärtstrend gewesen, allerdings hier ein horizontaler Trend war nur bei 15 drin, gedreht hat er jetzt hier bei 18, also zwischen 20 und 15 war das hier eingezeichnet. Ob es jetzt hier bis zum ehemaligen Kauflimit oder bis zum Stopplimit geht, muss man mal schauen. Die Lady Max hat hier auch einen schönen Chart, sehr schönen Chart, der sieht jetzt hier auch vor der Chart, dass es nach oben geht und dann nochmal runter, fast in die gleiche Zone, die ich da in dem Chart auch benannt habe, von 1192. Hier, um den Dreh rum. Der Silberpreis konnte sich heute exakt nochmal davon abstoßen. Intraday hatte ich dann was gepostet. Hier dann Intraday, weil der wirklich so oft exakt, beziehungsweise halt konnte den EMA 38 nicht überwinden, schon eine sehr lange Zeit. Immer wieder nur Spikes nach oben. Auch hier, hier, hier. Und dann gab es, wenn man hier genau nimmt, hier einen Ausbruch darüber, dann nochmal waagrechte, dann fast ein Fehlsignal. Und jetzt dürfte hier endlich die zweite Kerze in Folge, ja, kaum geredet, fällt ja ein Stück wieder, ja. Aber sollte jetzt hier mal eine zweite Kerze über diesem Limit gehandelt werden, dann sollte sich hier eben auch eine kleinere Erholung noch fortsetzen und ja, Richtung 16,45. Zum DAX an sich, ja, gibt es jetzt hier nichts besonders Neues zu sagen. Er hat jetzt hier, ich schalte auf Xetra um. Jetzt diesen EMA 8 und EMA 200 überwunden und auch hier den horizontalen Widerstand, der ist heute Morgen nur direkt angelaufen worden, angelaufen wurde. So, hier, wie auch schon heute Vormittag, darf es ruhig hier zwar nicht mehr ganz so hoch gehen, allerdings auch hier ist noch die 10.742 möglich, aber zunächst liegt hier dann noch die nächste Widerstandslinie bei 10.374. So,
Das wäre es zum DAX. Öl macht jetzt endlich ein neues Hoch. Das ist jetzt hinfällig dann. Oder war hinfällig. Jetzt muss man die Bewegungen im Einzelnen noch begutachten. Und hier werde ich jetzt aggressiv dann. Zwar bin ich also hier aggressiv jetzt in meinen Augen oder ich persönlich einen Short suchen. Aber allerdings auch erstmal in den unteren Zeitebenen natürlich Trend bestätigt. Also nicht blind hineinkaufen. Allerdings hat es höchstwahrscheinlich auch noch bis Montag eben Zeit. Oder Montag ist ja dann in Amerika ein Feiertag. Dann vielleicht sogar bis Dienstag. Oder dann am Freitag schon einen Short-Einstieg suchen. Muss man abwarten. Apropos eben Feiertag. Morgen ist in Bayern ein Feiertag. Ich werde noch am Vormittag vielleicht auch ein Video machen, weiß ich noch nicht genau, aber noch eine Analyse online stellen. Da es jetzt zuletzt immer wieder Probleme mit dem Procaster gab, also dass überhaupt mal das Passwort nicht funktioniert hat, mal ging er nicht live und da ich die Videos sowieso nicht interaktiv mache, also keine Fragen insgesamt beantworte, werde ich zunächst das Video aufnehmen, auf YouTube dann veröffentlichen und dann kann das jeder sehr zeitnah anschauen. Also ich werde halt dann immer 10 Minuten noch früher dann die Videos erstellen. Leider dauert halt das Hochladen auch circa 10 Minuten, aber dann dürfte es, ist halt dann doch alles zeitnah, werde ich während meinen Videos irgendwas ganz Konkretes feststellen können, werde ich das dann in dem Chat schon bereitstellen und sonst, wie gesagt, sind meistens in den Videos werden nur mögliche Setups besprochen, die nicht sofort wirksam sind, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Also deswegen ist die Zeitverzögerung dann von den 15 Minuten, bis die Videos dann online sind, sind dann eben zu vernachlässigen. Soweit, so gut. Zu den Aktien-Setups. Hier hat sich jetzt die Chinko schön oben absetzen können, weil ja auch die Nasdaq extrem angestiegen ist. Hier ist jetzt ein wichtiges Widerstandsband rausgenommen. Wenn man das hier als erste Welle, zweite, dann darf das hier ruhig zwar nicht ganz sofort bis hier oben wahrscheinlich ausdehnen, sondern Teil hier, ein Rücksetzer und dann dieses Gap hier und der horizontale Widerstand erreichen. Daimler hat das Kaufsignal ja ebenso geschafft mit dem Gap Up. Die Trillisch hat hier das Kauflimit erreicht. Allerdings gefällt die Tageskerze nicht und hier habe ich ja dann schon gesagt, der Wert ist jetzt hier leider weggelaufen. War wirklich ja ein schöner antizyklischer Trade möglich. Und die Verbio sieht ja leider nicht so toll aus. Und hier wurde ja bei Xing das Setup gestrichen. Atva noch steht hier über der Trendlinie und eben auch dann war Intraday, also nicht auf Tagesschlussbasis, aber hier ist die Trendlinie mal gebrochen worden. Ob es jetzt hier weitere Käufer zu finden sind, ist eben ab morgen dann wieder oder ab Freitag zu beantworten. Das war's. Danke fürs Zuhören und dann wünsche ich allen, die morgen auch einen richtigen Feiertag haben, ja, schönes Wetter und einen erholsamen Tag.